is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gewerkschaften und Konzerne. Seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfangen den Frühregen und den Spätregen. Die Gewerkschaften gehören zu den Werkzeugen, die über diese Erde eine Zeit der Krieg verbringen werden, wie sie seit Anfang der Welt nicht erlebt worden ist. In all unseren Großstädten wird man sich zusammenschließen und bündeln, indem Bündnisse geschlossen und Verbände gegründet werden. Menschen werden über andere herrschen und viel von ihnen fordern. Das Leben aller, die sich weigern, mit diesen Verbänden gemeinsame Sache zu machen, wird gefährdet sein. Das Volk Gottes hat die Aufgabe, sich auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten, die bald mit blendender Kraft über sie kommen werden. In der Welt werden gigantische Monopolgesellschaften gebildet werden. Die Menschen werden sich zu Verbänden zusammenschließen, die sie dem Feind in die Arme treiben werden. Einige wenige werden sich zusammentun, um alle in bestimmten Geschäftszweigen eingegangenen Gelder in die Hand zu bekommen. Gewerkschaften werden gebildet, und wer nicht eintreten will, wird gekennzeichnet sein. Diese Gewerkschaften sind eines der Zeichen der letzten Tage. Die Menschen schließen sich zu Bündeln zusammen, bereit verbrannt zu werden. Sie mögen der Gemeinde angehören, doch solange sie diesen Gewerkschaften angehören, können sie unmöglich Gottes Gebote halten. Diesen Gewerkschaften anzugehören heißt, den ganzen Dekalog abzulehnen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie können Menschen diesen Worten gehorchen und gleichzeitig die Gewerkschaften bilden, die die ärmeren Schichten ihrer Vorteile berauben, die ihnen rechtmäßig zustehen, indem man sie am Kaufen oder Verkaufen hindert, es sei denn, sie erfüllen bestimmte Bedingungen. Wer sich zu den Kindern Gottes zählt, darf sich keinesfalls mit den Gewerkschaften verbinden, die sich gebildet haben oder noch bilden werden. Das verbietet der Herr. Können die Menschen, die die Prophezeiung studieren, denn nicht erkennen und begreifen, was uns bevorsteht? Bald müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und wir möchten am liebsten in einer Felsspalte versteckt werden, um Jesus zu sehen und durch seinen Heiligen Geist belebt zu werden. Wir haben keine Zeit zu verlieren, keinen Augenblick. The Lord is coming. Are you ready?